Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, wir sind Tanja und Rainer. Vom Kanal Tanja und Rainer on Tour. Jawohl. Und dieses Jahr geht's mit Joggi wieder in den Urlaub. Und wir haben uns ein sehr exotisches Reiseziel ausgesucht. Tanja, erzähl mal ein bisschen was. Genau. Dieses Jahr wollen wir nach Albanien. Ja. Die letzten Jahre waren wir immer in Osteuropa. Wir waren in Polen, Litauen, Lettland. Tschechoslowakei, Entschuldigung. Genau, letztes Jahr bis zum Nordkap in Norwegen, durch ganz Skandinavien durch. Lofoten, komplett alles durch. War alles ganz toll, aber die Tanja dürstet es nach Sonnen. Und vorher in unserem Nordkap-Urlaub sind wir nicht besonders verwöhnt gern in Sachen Sonne. Nee. Und dieses Jahr haben wir uns dann wirklich ein sonniges Reiseziel, aber auch ein exotisches Reiseziel ausgesucht. Ich freue mich schon besonders auf die Strände. Die nennt man auch stellenweise Strände von wie in Bali, ne? Ja, haben wir sowas genau, gelesen. Ja. Also wir haben vor, Albanien an der Küste runter zu fahren. Ich wäre ja gern über die Berge runter gefahren, Richtung griechische Grenze und dann wieder die Küste hoch. Aber meine Frau hat gestreikt. Sie hat gesagt, nein. Bevor ich wieder die kürzere ziehe, machen wir das lieber andersrum. Ja. Also fahren wir zuerst an der Küste entlang, also durch Österreich durch Slowenien, Kroatien, Montenegro und dann passieren wir die Grenze nach Albanien. Genau, Skodja heißt, glaube ich, der Ort, wo Skodora oder sowas, ich Ort. Weiß nicht genau. Ja. Dann geht es runter Richtung Flora, Griechenland. Albanische Riviera. Genau. Und wir wollen größtmöglich wieder freistehen mit unserem Schiffer. Dazu ist Albanien aber auch sehr gut geeignet, weil es das letzte Land in Südeuropa ist, mit dem man noch wirklich frei stehen kann. Gut, ein, zwei Campingplätze bräuchten wir schon für die Wäsche zu waschen. Genau. Weil wir haben 3,5 Wochen ungefähr Zeit und im Joggi kann man nicht für 3,5 Wochen Kleidung mitnehmen. Das geht auf gar keinen Fall. Aber da haben wir uns auch schon ein bisschen schlau gemacht, wo schöne Campingplätze sind. Und ja, da gucken wir mal. Ja. Was natürlich auch ein Problem ist, ist in Albanien, die haben ein Müllproblem. Wollen wir nicht verschweigen, wird man auch hier und da in den Videos sehen. Allerdings wollen wir, dass es dann nicht irgendwie hochsterilisieren, weil wir wissen es vorher und wir fahren hin. Und dann holen wir das eben auch so in Kauf und wir gucken vielleicht, dass wir hier und da die Plätze immer, wie man das sowieso mache, sauber verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Logisch. Nur können wir so eine ganze Müllsäge mit dem Schokolade wegholen. Das sind die Kümmel, ja, gut, aber wie gesagt, wir wollen den Urlaub bisher da nicht darauf favorisieren, dass es dreckig ist oder was. Und wir müssen uns selber ein Bild machen und wenn ihr unsere Videos dann seht, und dann seht ihr auch selber, was Sache ist. Genau. Was anderes noch, für die Tierliebe aber unter euch, wir haben auch 5 Kilo Hundefutter dabei. Und Leckerlis. Das nächste Problem, genau. Es gibt viele freilaufende Hunde. Viele Streuner. Ja, genau. Und, Rainer hat mich schon gewarnt, ich darf keiner mitholen. Okay. Ja, wenn es nach Tanja geht, gehen, dann brauche ich mal keinen Jogger. Da brauchen wir 40 Tonner LKW. Da geht das Tanja nämlich sämtliche Hunde, herrenlose Hunde in Albanien, alles adoptieren. Und Katzen. Ja, wir sind beide tierlieb, aber es geht nicht, eben nee. Nicht. Man kann mit Kindern für ganz Albanien. Herrenlose Hunde retten, das genau. Funktioniert eben nicht. So, nächstes Thema. Halt, ganz kurz noch. Wenn die Zeit zulässt, wollen wir noch einen Abstecher nach Griechenland machen. Von Saranda, das liegt unten ziemlich im Süden, sind es, glaube ich, noch, ob ich sage, ich ist verkehrt, ist ca. 50 Kilometer für um die Dreh. Griechische Grenze. Und ob wir so lange aufhalten, wissen wir nicht, weil 3,5 Wochen ist nicht so viel jetzt für Albanien. Mhm. Aber mir geht das schon mal gefallen, zu sagen, oder so erlebt zu haben, wir sind mit unserem Schoggi auf dem Landweg bis nach Griechenland gefahren. Das ist ein riesengroßes Abenteuer. Und ja, insgesamt wird das für uns ein riesengroßes Abenteuer, weil wir wissen nicht, was uns erwartet. Es ist schon ein sehr exotisches Reiseland. Aber jetzt noch ganz kurz zu unserer Fahrtstrecke. Genau, da wollte ich auch drauf kommen. Genau. Dann bitteschön, Tanja, wenn du das gerade schon so angedeutet hast, darfst du das auch erzählen. Gut, also wir haben uns jetzt beim ADAC noch schlau gemacht, auch bei Google. Was wir brauchen, weil es kein EU-Land ist, brauchen wir dieses altmodische Deutschlandschild auf dem Auto. Da haben wir auch noch ein Foto gemacht. Vielleicht blenden wir das noch in. Entschuldigung, nicht, dass ich schon mal Riffe kriege. Also wir wollten es auf keinen Fall auf unser doch relativ neues Auto ein D-Schild auf der Lackpappe. So, wir haben es ins Grafenmagnetisches. Mhm.
Aber wir haben aber uns auch noch ein normales Klebeschild gekauft, falls das D-Schild irgendwelche Flügel bekommt und man nicht mehr da ist. Und das machen wir dann nicht für Lack, das machen wir dann hier auf die Heckscheibe. Genau. So, sorry, dass ich noch brauche. So, wie gesagt, wir waren beim ADAC, haben uns dann schon Vignetten für Österreich geholt. Die sind jeweils gültig für 10 Tage. Also haben wir uns 2 Vignetten geholt. Die hatten es dann vom Datum her schon direkt so Drücker drauf gemacht und die müssen wir dann an die Autoscheibe und kleben. Die haben gekostet jeweils 10 Euro, also 20 Euro zusammen. Dann haben wir noch eine Vignette für Slowenien. Die ist gültig für 1 Monat und kostet 32 Euro. Jo, das war's doch dazu. Dann fahren wir doch noch durch den Karawankentunnel. Ja, der ist zwischen Österreich und Slowenien. Man muss ja aufpassen, wie man runterfahren tut. Wir fahren jetzt auf der A10, dann her auf die A11 durch den Karawankentunnel. Genau. Und der ist wieder extra gebührenpflichtig. Ich 7,50 Euro, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber lehm ich jetzt nicht zu fest. Bis 3,5 Tonnen. Bis 3,5 Tonnen, richtig. Mhm. Es gibt auch noch einen anderen Weg Richtung Slowenien, da ist eine andere Autobahn. Ich meine, das ist die Tauernautobahn, die kostet auch wieder extra Geld. Die wollen wir vermeiden. Genau. Jo, wir haben eigentlich uns die schönste Strecke so für uns ausgesucht. Ach, was wir so gegoogelt haben, die Küstenstraße soll wunderschön sein. In Albanien. In Albanien, ja. Genau. Oh gut, der Rest interessiert uns weniger, da fahren wir halt nur durch, weil wir wollen zuerst nur Albanien. Richtig, das sind sehr viele schöne Länder. Ich meine, Slowenien, Montenegro, Kroatien. Kroatien, das sind alles Länder, wo man kann Wochen verbringen und hat noch nicht alles gesehen. Aber wir haben uns das auf Albanien festgelegt und noch einmal, 3,5 Wochen ist nicht viel Zeit. Und mindestens eine Woche Strand. Ja, das hatte ich mit Tanja versprochen. Also, Halle mir uns, das andere sind nur Transitländer. Können wir es nicht auf der Halle. Jo, wollten wir noch was sagen? Ich gucke mal gerade auf unser Zettelchen. Ja, Montenegro gibt es auch noch hier und da ein paar mautpflichtige Straßen, aber wenn so arg viel. Die Küstenstraße sollte man dort vermeiden. Da haben wir auch schon Videos gesehen. Das ist dann wirklich alles sehr eng und man kommt nicht voran. Und verbaut. Und ja, okay. Aber da bezahlt man alles dann vor Ort bei P. Kroatien wird auch mit wie früher in Frankreich und Zahlstationen bezahlt, hier und hier, was man fährt. Kroatien werden wir wohl auch teilweise Autobahn fahren. Was ist doch klar, wie die Strecke durch Kroatien kosten tut, das. Ich meine, ich habe mal was gelesen für 35 Euro oder wie gesagt, ach nicht, lege ich auch die Hand dafür ins Feuer. Aber ich würde sagen, wir machen nach der Reise so und sowieso noch ein Fazit und dann werden wir das alles erwähnen. Genau, und nächste Woche machen wir auch vielleicht noch ein kleines Video, wenn wir die Zeit kriegen, was wir alles mitholen und wie wir packen. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der wo auch vorhat, mal mit dem Minicamper auf große Reise zu gehen, natürlich auch interessant. Wir haben da wieder die einen oder andere Neuanschaffung, wo wir uns zugelegt haben. Jo, das aber im nächsten Video. Und vielleicht laden wir auch im Urlaub noch ein Video, ein, zwei hoch, kommt vor Ohren, wie man die Muse findet und wie man Lust hat. Ja, weil das ist unser Jahresurlaub ja. Und YouTube ist eigentlich das ganze Jahr. Und in der Regel, sage ich jetzt mal, in der Regel machen wir wöchentlich ein Video raus. Also dann nicht böse, wenn wir uns dann nur nicht melden oder kein Video drin machen, nichts genau, kommentieren. Ja. Ja, wir wollen dann auch mal abschalten. Richtig, auch an unsere Kanäle, die man regelmäßig und gerne google und auch kommentiere. Das wird wohl nicht klappen, dass man da jetzt auch keine zu viel Zeit lassen für YouTube-Filme zu googeln. Dafür haben wir das ganze Jahr Zeit. Also doch bitte nicht besser. Ne? Nicht besser. Ja, also können wir wirklich nicht alles googeln und kommentieren. Ja, das nach dem Urlaub sind wir ja wieder genau, dabei. Genau, es ist auch Blödsinn, wenn man irgendwo einen Kommentar schreibt und hat das Video gar nicht gesehen. Nee, ne? Das machen wir sowieso nicht. So, Schatzi, du haben wir noch was? Moment. Ja. Jetzt. Ganz wichtig, wir haben noch ein Intro gedreht, extra für unseren Albanien-Urlaub. Es geht so circa 20 Sekunden. Und das blenden wir euch jetzt nochmal in. Mats ab! Nachdem wir in den vergangenen Jahren Osteuropa bis Lettland bereist haben und letztes Jahr Skandinavien bis zum Nordkap, wollen wir dieses Jahr mit unserem Dacia-Jogger in den Süden, in das noch exotische Land Albanien. Wenn ihr möchtet, verfolgt uns doch gerne auf unseren Abenteuern. So. Vielleicht sagt ihr uns mal Bescheid, wie euch das Intro gefällt oder was wir vielleicht das nächste Mal
besser machen könnte. Oder vielleicht habt ihr sogar noch Tipps für uns, ganz kurzfristig für unseren Albanien-Urlaub. Genau, wenn der ein oder andere Zuschauer schon in Albanien war, wir freuen uns natürlich über jede Information, die wir kriegen können, weil wir sind totale Grünhörner, ne? Wenn man es nicht kann man es auch sagen, ne? Grünhorn. Ne? Grünhorn. Ja, okay, wir machen nicht der wilde Westefahrer. So Schatz, und ich würde sagen, die Zeit wird knapp, ich muss noch ein bisschen packen. Ja. Du willst das Video noch schneiden? Ich habe noch vor, das Video da sich schneide und vielleicht sogar heute Sonntag, der 20. August, dass es vielleicht sogar heute oben noch rauskommen tut. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, aber dann, ihr werdet es das sehen dann. Dann gehen wir Gas, ne? Gutsche. Haltet euch munter. Haltet euch munter, eure Tanja und Rainer. Tschüss. Tschüss.